Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind hier im Gefängnis in Nevada und haben von dem Typen da hinten in der Treppe, auf der Treppe. Achso. Hab ich jetzt einfach mal direkt zum Wolf gemacht. Könnte ja leicht auffällig sein im Gefängnis. Ja, von dem Typen da hinten haben wir die Anweisung bekommen, den Neil und den Eric auszuschalten. Muss natürlich auch wie ein Unfall aussehen. Dann hilft er uns ins Labor zu kommen, wo sich doch hoffentlich unsere Tochter aufhalten sollte. Bin mir nicht sicher, ob Kämpfen hier im Gefängnis so die coole... Scheiße. I left everything on the table in the staff lounge. Seth wants us to send him everything before tomorrow, but the drug still needs some work. The dosage is too high. Right now taking just one would put you 6 feet under. I've got to redo the dosages. Well, there goes our chances of an on-time delivery. Kommt der jetzt hier hinter? Nein, zum Glück nicht. Gott, wie soll ich die denn hier ausschalten, ohne aufzufallen? Gut, das ging noch. Kriegen wir ihn auch ohne Probleme? Du tust mir leid, du bist nur ein Wissenschaftler, aber verraten würdest du mich trotzdem. Dann dich. Das war eigentlich relativ einfach. Sah komplizierter aus, als es war. Jo, dann einmal hier rüber. Hä? Ach du Scheiße. Ach nö, wegen dem einen jetzt, ja. Ach Mist. Das war nicht der Plan. Und jetzt? Lebt doch gar keiner mehr. Ach doch, hier. Wieder so ein Typ. Ach schade, ich wusste gar nicht, wo war denn der? Den habe ich nicht gesehen. Ich sollte vielleicht öfter mal unseren Wolfsblick einsetzen. Ach, jetzt habe ich wieder diesen doofen Move gemacht. Ah, jetzt geht's ja aber gleich richtig los. Das fällt im Gefängnis auch überhaupt nicht auf. Halt auch witzig, ne? Wir haben die Mission, die zwei Typen unauffällig zu töten, aber können hier die halbe Belegschaft wegmetzeln. Das juckt keinen. Haben wir es denn jetzt bald? Komm. Ach, diese Typen sind halt echt ekelhaft, ne? Na gut. Wird auch immer blutiger hier im Spiel. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht. Hätte auch einfach schnell hier reinschlüpfen können. Wenn wir den Kampf umgangen. Aber naja. Ein bisschen Kampf muss sein. Hello, so. Just need to slip one of these to dear old Ross. Resident Watkins. Die Tests, die wir an dem von Major Grainer abgelieferten Testsubjekt durchgeführt wurden, sind nicht schlüssig. Das Subjekt hat eine zu hohe Resistenz gegenüber dem Wirkstoff 2G8. Durch die Befragung des Subjekts haben wir Kenntnis über ein Ritual unter Werwölfen namens Erste Wandlung erlangt. Wir betonen die Notwendigkeit, ein Individuum, das diese Bedingung erfüllt, gefangen zu nehmen, um neue Tests durchführen zu können. Bis dahin wird sich die Abteilung 2 auf die weitere Erforschung des Wirkstoffs 2G8 konzentrieren, um Elite-Soldaten zu schaffen. Shit. Dr. Lesterman. Ja, Hammer. Der Schädel gibt mir Geisterpunkte, okay. Es wird immer gruseliger. Das haben wir durchgelesen. Rauskommt, tun wir nicht. Gibt auch leider keinen Computer hier drin, den wir hacken könnten. Jetzt hier wieder ganz raus, ja, ne? Wollen bloß schnell die Medikamente holen. Und jetzt müssen wir zum guten Eric. Denn wie wir erfahren haben, schluckt er alles. Könnte auch Pornodarsteller werden. You're sure the machine won't go haywire again? I've double checked everything, Neil. You're good to go. I even cut the main power supply and put you on a backup generator to be extra safe. It won't be hooked up again until after you're finished. Happy? Now shut up and get to work. Neil Jordan, won't be easy to take him out without being spotted. Dusk told me I could overload the machine. First to open all those valves. Ja, wie soll ich denn jetzt hier rüberkommen, ohne entdeckt zu werden?
war ganz schön knapp. Ich war echt erschrocken, als ich hier runtergesprungen bin, dass hier direkt einer gewartet hat. Oh Gott, da ist ja noch einer. Ich müsste schon idealerweise hier rüber. Jo. Weiß nicht, was passiert, wenn wir... Achso, damit machen wir die aus. Ist das schon alles, was ich machen muss? Natürlich nicht. Ja, der da drüben nervt mich sehr an. Sieht er uns, wenn ich ihn hier... Nö. Der eine muss unauffällig sterben und dafür bringen wir alle anderen um. Es macht so absolut gar keinen Sinn. Hey, das war knapp. Ach, jetzt stellen sie hier schon unsere Silberkugeln her. Im Gefängnis. Oder war es das doch? Ne, wir müssen da drüben noch dran. Keiner gesehen. Und dich auch noch. Und da haben wir es doch schon geschafft. Also ist relativ einfach hier im Gefängnis. Glücklicherweise. Tut mir leid, mein Guter. Achso. Nee, jetzt haben wir ihn ja doch umgebracht. 3 Geisterpunkte haben wir schon. Da müssen wir nochmal schnell gucken. Das war Zorn und hier Zorn gewinnt 2 Plätze hinzu. Nehmen wir jetzt einfach mal. Dann machen wir als nächstes noch das, auch wenn es jetzt nicht das Beste ist, aber dann haben wir zumindest die Taktikreihe abgeschlossen. Okay, also wir konnten ihn anscheinend doch so umbringen. Aber wenn dann Untersuchungen angestellt werden, sieht es dann wahrscheinlich aus wie ein Unfall. Macht zwar auch keinen Sinn, weil wir haben ihn erwürgt. Ich denke, das kann ein Pathologe oder wie auch immer sicherlich sehr schnell erkennen, ob es ein Stromunfall war oder... Wird durch ersticken, aber naja. Wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Ach, wir können wieder normal rumlaufen. Natürlich auch echt coole Gefängnisse. Einfach mal so eine Automatikgewehre rumstehen. Und ab in den nächsten Schacht. Hat halt keiner damit gerechnet, dass wir ein Werwolf sind. Eric Ross, got pills for you. Thank God, I was at the end of my rope. Ist natürlich so üblich, dass ein Häftling dem anderen Tabletten gibt. Ja, wird wahrscheinlich sogar wirklich sehr üblich sein. Nimm die Dinger. Ich muss noch platzieren, nee, er hat schon. What? What's happening to me? Ja, es war Viagra. That does it for one target. Now for the other. Oder auch nicht. Oh, da haben wir es. Dann können wir wieder zurück. Ging ja relativ flott. Und da war es auch schon erledigt. So, what news do you have for me, my friend? Your two men are no longer a problem. Now, for your part of the deal. Very good. Lanchibetta is a man of his word. Take this pass. It'll get you into Hadley's office via the infirmary. You'll find a secret passage into the lab from there. Best luck, Butcher. I get the feeling this is farewell. So do I, Lon. So do I. Ja, ist doch schön. So, wir müssen da oben lang. Oh, shit. Ach, shit. Ach, shit. Nein. Ach, bitte nicht. Ach, nö. Ach, wie dumm. Das war irgendwie automatisch so drin, wenn ich mich fortbewege. Oh ne. Unsere Homies wollte ich gar nicht umbringen. Also was heißt Homies, aber... Ach, shit. Das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Weiß nicht, ob wir vielleicht doch lieber sterben. Jetzt ist doch das ganze Krankenhaus alarmiert. Komm, wir lassen uns umbringen. Wir sind sowieso fast tot. Schießt alle nochmal drauf. Das war jetzt doof von mir. Und so möchte ich das auch nicht unbedingt durchspielen. Einerseits wäre es eh sehr schwer geworden. Ihr habt ja gesehen, was wir gerade für Hit bekommen haben. Und andererseits habe ich doch nicht die ganze Zeit mir Mühe gegeben, um hier friedlich und unentdeckt rauszukommen. Und dann durch einen dummen Fehler
Ja, komplett auszuflippen. So. Nochmal zu ihm. Ich werde jetzt schnell die Dialoge überspringen. Ja, deine Homies sind erledigt. Ja, danke. Wir sehen uns nicht wieder. Tschüssi. So. Und dafür gehen wir jetzt hier hoch. Ich wollte eigentlich mal probieren, ob wir das Ketten erledigen können. Bestimmt. Aber er hat uns ja eigentlich immer gut geholfen. Kein Grund, sauer zu sein. Und hier drüben rein. Hört sich schon an wie Krankenstation. Wir sind auf jeden Fall richtig. Oder auch nicht. Ging es ja noch einen anderen Weg lang? Ach, hier. Alles klar. Kein Geisterpunkt für uns. Schade. This is Hadley's office. Let's see. Auch nicht unbedingt das freundlichste Büro, aber zumindest eine große Klotze von Panoramic. Wer kennt's nicht? Glückwunsch zu Ihrem Fortschritt. Oberste Priorität hat nun die Anwendung des Programms auf das kompatible Subjekt. Beginnen Sie sofort mit dem Vorbereitungsprogramm, halten Sie mich über jeden Fortschritt auf dem Laufenden. Bereiten Sie die Abteilung 2 für einen Standortwechsel vor. Die zweite Phase des Programms kann nicht in Ihren Labors stattfinden. Wir werden das Subjekt so schnell wie möglich an einen besseren, geeigneteren Ort bringen. No. Das war der Präsident Watkins. Der Typ, der vor uns im Helikopter saß. Aber das ist natürlich nicht schön. Bitte am Standort bleiben. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da noch mehr auf dem Laptop? Nö. Da unten das Ding haben wir noch. Weiß nicht, ob wir wieder zurück müssen. Aber die Tür hier ist gesperrt. Ich finde es auch gut, dass es hier im Gefängnis fast keine Überwachungskameras gibt. Wir haben schon wieder 2 Punkte. Mann, das geht ja zurzeit echt flink. Wir nehmen mal die Brüllen-Variante. Vielleicht ist das in der Haltung ja echt ein ganz cooler Move. Und hier noch ein bisschen mehr Zorn und Wut. Kann auch nicht verkehrt sein. Also hier kommen wir nicht durch. Und komischerweise zeigt unser Dings immer noch da oben hin. Aber ich wüsste nicht, was wir hier noch machen sollen. Am Laptop waren wir. Also vielleicht doch nochmal hier runter. Ich weiß nicht, ob das nur Dusk ist. Von der Position her könnte es passen. Vielleicht müssen wir doch nochmal eben zu ihm. Hier rein und hier durch. Wohl. Ist doch was anderes. Ist nicht das. Aber jetzt kommen wir hier links nicht mehr raus, ne? Nee. Weiß nicht, ob es hier noch irgendwo eine Tür gab. Auch nicht wirklich. Wo müssen wir lang? Hey Butcher, they make you an offer yet? No? Figured they'd pay a small fortune for a guy like you. Hält das jetzt nicht auf, wenn ich hier die Tür aufmache? Okay, ne, darf ich anscheinend, alles klar. Dann quatsch halt nochmal mit ihm. What are you doing here? Fresh meat. The cord's occupied. Now, fuck off! So you're the infamous Seth. If you say so. Er ist am Sterben, er kann mir etwas zum Aufputschen geben. Frag mal mal. I heard you sell stuff that you can't find anywhere else. And where did you hear that? Die Frage vermeiden. Doesn't matter. Either it's true and we talk, or it's not and I leave you to your writhing. Well, okay, okay. Yeah, I got plenty of shit in stock.
What you buying? Uppers. I can do that. And how do you intend to pay? Ich würde einmal die Seife in der Dusche aufheben. That depends. What do you need? You've just come through the gates and you think that you can give me something I don't have. I'm the fucking Badlands butcher. Name it. Ah, so you're the butcher. I've heard of you. But I've also heard you died in your home state. Where was that again? South Dakota hat man vor uns gelesen, ne? South Dakota. And the rumors of my death have been greatly exaggerated. The rumors of yours won't be if you keep fucking around. Whoa, now, butcher. I'm sorry, I didn't realize. Perhaps we can't come to an agreement. I give you your fix. And if I got a problem with someone, you give me a hand. Not a bad deal, right? I can work with that. Perfect. I have my stuff stashed at the bleachers. Take whatever you like. Guys, open the door for him. Ja, ihm geht's wirklich nicht mehr so gut. Welche Tür? Ach, hier. Danke fürs Öffnen. Davon haben wir genug. Unter den Sitzen, hat er gesagt. Lesen. Geehrter Gefangener, seit Ihrer Ankunft im Viridan State Prison haben Sie sich durch Ihr vorbildliches Verhalten ausgezeichnet. Kraft des Bundesgesetzes bietet Ihnen Antron als Gegenleistung für Ihre Teilnahme an unserem Wiedereingliederungsprogramm eine Umwandlung Ihrer Strafe an. Sie werden einige Tests unterzogen, die für Ihre Teilnahme erforderlich sind und leisten anschließend in den Reihen des Sicherheitsdienstes des Unternehmens den Rest Ihrer Strafe ab. Eine Weigerung Ihrerseits wird als Zeichen der Missachtung gegenüber den Bundesjustizbehörden gewertet. Das ist ja nett. Man hat ja gar keine Wahl. Das kaputt machen? Sieht das jemand? Hat keiner gesehen? Aber er meint ja, es ist unter den Sitzen versteckt. Hier sind ja die Sitze und hier haben sie mir auch aufgemacht. Also wirklich was sehen tue ich nicht. Komisch. Naja, die Geisterpunkte eben werden ja nicht damit gemeint sein. Speichern erfolgreich. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder zum Büro geführt. Aber da ging es halt nicht wirklich weiter. Hier geht's ja nicht auf. Ach, können wir hier noch was hacken? Gut, den Turm können wir ausmachen. Aber ich habe eh nicht vor, gerade viel zu kämpfen. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Moment, hier ging es hier hinten noch lang. Ne, hier sind wir, das ist Dings. Hier will ich nicht hin. Sind wir hier wieder im Labor? Kriegen wir die Tür auf? Die kriegen wir nicht auf. Also nicht im Labor, in der Werkstatt natürlich. Weiß auch nicht, warum wir jetzt schleichen müssen. So, aber hier konnten wir ja hoch. Und hier reinschlüpfen. Dann gucken wir mal noch weiter hier hinter. Vielleicht kommt ja noch was. Nö, können wir bloß hier raus. Naja, wir machen jetzt nochmal ins Büro zurück. Und schauen mal, ob sich vielleicht was verändert hat. Waren wir hier schon? Ja. Ja. Das waren wir. So, hier raus. Und nochmal ins Büro. Aber ich weiß halt echt nicht, was wir hier noch tun können. Das haben wir schon gelesen. Und mehr gibt's hier einfach nicht. Guck mal, hier vorne ist noch
Geisterpunkt. Aber das war's halt auch leider. Ach, hier. Found it. Ah, sehr gut. Wer kennt's nicht, die Geheimgänge in Gefängnissen? Jo. Und dann geht's jetzt gleich den Fahrstuhl runter, aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 16 Uhr. Macht's gut.